Es geht los mit dem Polo. Ich werde jetzt heute anfangen, die Karre im Innenraum sauber zu machen. Mal gucken, ob er anspringt. Erstmal Lenkradsperre raus. So, Zündung geht schon mal. Batterie ist immer noch tot. Gar kein Bock drauf, ne? Nee, okay. Das war's. Muss ich einmal schieben. So, jetzt steht er immerhin schon mal da, wo er stehen soll, vor meinem Mercedes. Ach, guckt euch das an. Kein Griff hier, krieg nicht mal den Sitz nach vorne. Ach, so ein Müll, ey. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus hier im Innenraum. Katastrophal. Alles verstaubt. Hier ist die Dichtung nicht richtig drauf. Das ist echt Katastrophe, dieses Mikrofon. Sieht auch echt hässlich aus. Es kommt direkt ab hier. So. Jetzt können wir auch von außen noch mal gucken. Überall Kratzer. Immerhin geht der hier zurück. Ich fange jetzt erstmal an. Den groben Dreck hier rausgesaugt. Es ist auch okay, aber den ganzen anderen Scheiß muss ich jetzt noch mal sauber machen. Es wird jetzt leider auch dunkel, aber ich zieh durch. Ich habe mir hier so einen Reiniger zusammengemixt, einfach mit Wasser und Essig. Ich habe den hier auch schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ist alles wieder schön schwarz und sauber hier. Und damit werde ich jetzt einmal das ganze Auto komplett reinigen. Die Fußmatten nehme ich mit rein. Ein paar Kleinigkeiten wie hier Aschenbecher und so ein Kram auch. Mach das drin nochmal vernünftig sauber. Ich würde sagen, ich zeige euch das Ergebnis, wenn es wieder hell ist. Ich ziehe jetzt noch durch und mache den ganzen sauber. Haut rein.
Auto ist sauber. Es ist wirklich krass. Ohne Scheiß, also das ist Endstufe. Euch das an. Sieht aus wie neu. Geil. So sauber ist er. Viel mehr geht nicht. Ich habe jetzt alles gewaschen, alles abgeknetet auch. Und der nächste Step wäre jetzt polieren. Aber bevor ich das mache, werde ich erstmal hier die ganzen Macken beseitigen und lackieren. Und dann die Karosserieteile austauschen. Ich werde heute schon mal auf den Schrottplatz fahren. Und wenn das alles gemacht ist, dann wird die Karre nochmal poliert.